Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es ein Kill Confirmed auf der Map Unearthed. Das Ganze ist ja das Spiel von meinem Duelpartner, dem Totti. Ja, moin moin, da bin ich dann. So, klasse, habt ihr gerade gesehen, alles super. Wir müssen Gas geben, denn wir haben auf Facebook gefragt, worüber sollen wir uns duellieren? Und ihr habt uns einige YouTube-Fragen gestellt und die wollen wir versuchen, alle abzuhandeln, oder? Ja, richtig. Also da waren ja auch andere Fragen, aber so das meiste ging halt über YouTube und deswegen haben wir uns dann gedacht, ja, dann packen wir die Fragen mal zusammen und die wichtigsten, die klären wir dann einfach mal. Genau, wir fangen direkt mal an. Totti, würdest du mit YouTube weitermachen, wenn du kein Geld mehr bekommen würdest? Ja, bei mir ist die Frage ja relativ einfach beantwortet. Na klar, also ich bin jetzt ja noch nicht Commander Krieger, der sein Geld damit verdient. Milliarden. Milliarden haben wir ja gerade schon gelernt. Kann man ruhig mal sagen. Also in 100 Jahren würde ich, okay, noch nicht mal, in 400 Jahren würde ich damit Milliarden verdienen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, klar, ich würde natürlich nicht mehr 3 Videos am Tag hochladen können, wie ich es momentan mache. Das würde ich definitiv nicht mehr schaffen. Auch so spezielle Events oder so wären dann sehr kurz gesät. Also das ist einfach nicht mehr drin. Aber weitermachen, wieso nicht? Macht doch Spaß. Richtig, sehe nämlich auch so, klar, also ich würde auch 3 Videos am Tag machen, wenn ich das irgendwie gemanagt kriegen würde, aber ich muss halt arbeiten und dann Frau, Freunde und Hund und sowas, das hat ja auch alles Zeit, ist ja auch sehr, sehr wichtig und deswegen schaffe ich persönlich auch nur ein Video am Tag, aber ich würde natürlich auch weitermachen, ganz klar. Und da wir haben alle angefangen ohne Geld, ne? Also wir haben alle aus Spaß angefangen. Eben. Wir haben damals alle aus Spaß angefangen. Die heute, die fangen ja alle wegen der Kohle an. Die sind ja alle geldgeil und gierig. Und da sind wir aber auch direkt bei der nächsten Frage. Wann wäre es am besten aufzuhören mit YouTube? Also ich kann mir nur vorstellen, aufzuhören, wenn ich... Also erst entweder zeitlich nicht mehr schaffen würde, aber da könnte man noch überlegen, ob man vielleicht nicht mehr täglich Videos macht, sondern vielleicht, weiß ich nicht, einmal die Woche oder irgendwie sowas. Aber ich würde ganz klar aufhören, wenn ich den Spaß daran verloren hätte. Genau, das ist ein Hobby eigentlich. Also für mich persönlich ist es ja noch ein Hobby. Du machst das ja beruflich. Für mich ist es ein Hobby. Ich würde sagen, wenn ich keinen Spaß mehr habe. Also wie gesagt, da wir ja am Anfang gesagt haben, wenn ich damit kein Geld mehr verdienen könnte, weshalb auch immer, sagen wir jetzt mal irgendwie YouTube ist... nicht mehr als Werbeplattform relevant, es gibt keine Kohle mehr und man verdient damit nichts mehr. Natürlich würde ich mit YouTube weitermachen und ich würde nur dann aufhören, wenn ich wirklich gar keinen Bock mehr hätte. Wenn ich jetzt, was weiß ich, einen anderen Job hätte, der mich ausfüllt und mich komplett so vom Zocken wegbringt, auch von den Leuten in einer gewissen Art und Weise und ich einfach sagen würde, ja, ich habe keinen Bock, keinen Bedarf jetzt irgendwie ein Video zu machen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr, sehr gering. Ja, ist ja sowieso, ist ja nicht nur, ja, als wenn du YouTuber bist vom Beruf, ist ja in jedem Beruf wichtig. Ja, in meinem ist das ja auch. Hätte ich keinen Spaß an meinem Beruf, würde ich gar nicht weiterarbeiten. Da gehst du kaputt. Ja, richtig, richtig. Mir macht mein Beruf Spaß, ja, deswegen mache ich den ja auch gerne. Also, ja. Die Sachsen-Anni hat gesagt, YouTube will inaktive Accounts löschen. Die Konsequenzen inaktiver Abonnenten für euch und wie ihr damit umgeht, werdet, wollt und müsst. Ach, das ist die Sachsen-Anni. Das ist die Sachsen-Anni. Ja, weiß ich, ja, ich kenne sie ja vom Clan, aber danach, ich wusste gar nicht, ne? Ja, das mit dem Löschen, das war ja mehr so ein Reinfall. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach nur von YouTube ein Instrument, wo sie ganz groß und lautstark verkünden, ey, wir werden alle inaktiven Accounts löschen. Und die ganzen Werbefirmen sagen, boah, geil, guck mal, was YouTube alles für uns macht. Das heißt, alle aktuellen Abonnenten, die jetzt da sind, also beziehungsweise die nach der Löschung auf dem Kanal sind, das sind die aktiven Abonnenten. Und jetzt denkt derjenige, der die Kohle bei YouTube investieren will, denkt dann einfach drüber nach und sagt, geil, finde ich gut. Also ein Commander Krieger, der hat jetzt nicht 672.000 Abonnenten, sondern 670.000 Abonnenten, weil 2.000 Abonnenten wurden bei mir gelöscht. Und ganz ehrlich, ich habe mehr inaktive Accounts. Allerdings gehe ich davon aus, dass die einfach meine Videos nicht mehr schauen, dass sie mich trotzdem nur abonniert haben, dass die Videos nicht angezeigt werden, weil einfach die Leute zu viele abonniert haben. Aber weißt du, wo das Problem auch ist? Also bei mir war es zum Beispiel mal so, mein Abo bei der Ahornente, die ich dann hier mal grüße, wurde plötzlich gelöscht. Ja, ich habe mich gewundert, macht der gar keine Videos mehr oder was ist denn da los? Da haben sie mich, obwohl ich ja einen aktiven Kanal habe und auch immer noch hier Videos gucke und auch kommentiere, haben sie einfach mal gesagt, ach nee, die Ahornente, die brauchst du nicht abonniert haben. Habe ich auch von mehreren gehört, ja. Da sollte man zwischendurch einfach mal gucken, ne? Wenn man denkt, macht der keine Videos, ist der gestorben oder was? Vielleicht einfach mal gucken, ob das Abo noch draufgesetzt ist. Genau, sehe ich genauso. Nächste Frage, wie sieht die Zukunft von YouTube aus? Wird es noch Überraschungen geben oder gibt es bereits alles? Ohne Vitamin B kein Erfolg mehr?
Das sind schon wieder diese Fragen, wo wir gerade schon noch waren, wo es eigentlich nur darum geht, dass man daraus irgendwie Profit schlägt, oder? Genau. Es geht da, bei den Fragen, da sehe ich gar nicht, dass die Person das Ganze aus Spaß machen würde. Und Erfolg kommt ja, wenn was gut ist, kommt ein Erfolg immer von alleine. Ob das jetzt schnell geht oder nicht, hängt ja noch mit anderen Sachen auch immer. Ja, aber Sie sagen, ich will reich werden mit YouTube. Das ist so eigentlich so die Grundidee, die man so rausliest aus dem Subtext meiner Meinung nach. Und da muss ich sagen, das finde ich auch hart, wie sich das Ganze so verändert hat. Ich glaube, es wird noch Überraschungen geben, definitiv. Und YouTube hat sich bisher in den vier Jahren immer weiterentwickelt. Egal ob positiv oder negativ. Und YouTube hat so einen enormen Hype bekommen, so einen enormen Boom bekommen, und der hört momentan auch noch nicht auf. Und es gibt immer wieder Kanäle, die, sei es über Cross-Promotion, also dieses sogenannte Vitamin B, sich hochziehen lassen. Und wenn sie dann oben sind, ist die Frage, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Das ist eine der wichtigsten Bestandteile, dass wenn man, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit irgendeinem wirklich kleineren YouTuber, der 3 Videos auf seinem Kanal hat, ein Duel mache, dann bringt es ihm nichts, weil er einfach den Druck gar nicht gewohnt ist, den die neuen Abonnenten haben oder ausüben. Sie wollen nämlich Videos haben, sie wollen die ganze Zeit unterhalten werden. Und wenn er dann ein Video die Woche hochlädt, übertrieben gesagt, dann kommen die darauf mal gar nicht klar. Und dann hat man auch sehr schnell wieder tote, inaktive Abonnenten. Ja. Obwohl, man muss ja aber auch sagen, die Fragen, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja schon ein bisschen schwieriger geworden, heutzutage anzufangen mit YouTube. Wenn ich überlege, als ich angefangen habe, ich habe mich mit meiner Kamera vor den Fernseher gesetzt und habe das Ding nachträglich abgefilmt, was da im Kinomodus bei Black Ops 1 lief, und habe das dann einfach mal so nachkommentiert. Qualität absolut schlecht. Wenn heutzutage so einer anfängt, hat der doch gar keine Chance mehr. Also das definitiv. Aber ich muss sagen, dafür haben wir auch damals ein gewisses Risiko gehabt. Jeder hatte von uns ein gewisses Risiko. Wir wussten nicht, wird es funktionieren. Ich habe mir eine HD-PVR gekauft für 200 Euro. Die habe meinen Rechner aufrüsten lassen. Das ganze Kabelgedöns, die Renderprogramme, das waren alles Investitionen, die ich getätigt habe, was ein Risiko war. Es hätte auch sein können, dass es überhaupt nicht gut ankommt, dass es mir keinen Spaß macht, etc. Heutzutage ist der Markt ja schon da. Und die Leute kommen einfach nur ins gemachte Nest. Und wo kein Risiko ist, kann man meiner Meinung nach auch wesentlich schwieriger erfolgreich sein. Ja, ist einfach so. Was wird aus YouTube, wenn es mal kostenpflichtig sein wird? Ja, das ist mal die Frage, ob das überhaupt so kommt. Und ja, es gibt ja auch noch andere Plattformen. Oder man weiß ja nie, was passiert. Also da bin ich ganz tiefenentspannt. Also ich glaube, natürlich würde es, wenn es kommen sollte, wird es die absoluten Fanboys geben, die sagen, okay, wir bleiben dabei und wir unterstützen unseren YouTuber. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, oh, finde ich alles kacke, und die flamen rum. Pipapo. Das wird entweder so oder so kommen. Also ich kann's aber mir, du kennst dich doch ein bisschen besser da aus. Ich habe jetzt irgendwo gelesen gehabt mal, da hier bei diesen ganzen Streaming-Sachen, da kann man ja immer Geld spenden an den, der da am Stream ist. Ich habe irgendwo gelesen, jetzt nagel mich nicht fest, ich weiß nicht genau wo, dass sowas auch für YouTube angedacht ist. Soll kommen, ein Spenden-Button für YouTube, der soll kommen. Ja, dann ist halt erstmal hier dieses Kostenpflichtige, ist da dann eh erstmal schon rausgenommen, weil hier bei Twitch oder wo auch immer, Hitbox oder was auch immer, da kann man sich ja kostenpflichtig binden an jemanden, aber das muss man ja nicht. Also genau. Ich denke mal, damit ist halt eigentlich die Frage auch eigentlich schon mal so beantwortet. So, und damit sind wir auch durch. 71 zu 4, der Drops ist gelutscht. Ging ganz gut, oder? Ja, war ein richtig ordentliches Gameplay, ein ordentliches Gebäsche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und das Schlusswort kriegt der Totti. Ja, ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du mich hier eingeladen hast. Ja, und sag's wie immer, wie auf meinem Kanal, moin moin, und ich hoffe, wir sehen uns wieder.